Ja, Rocky. Hallo. Lange haben wir uns nicht mehr gesehen. Ja, das stimmt. Ich habe viel zu tun gehabt die letzte Zeit. Ja, das ist richtig. Ja, wo du sagst, viel zu tun gehabt. Also die letzten 8 Spiele von Beginn an, da war ordentlich Fußball für dich dabei. Ja, das ist ganz richtig und das ist ganz besonder auch für mich, dass wir, dass ich so von Anfang an jetzt spielen durfte nach der schwierigen Zeit in die Winterpause. Jetzt im letzten Spiel sogar wieder getroffen. Was war vorher los? Ein bisschen Sand im Getriebe? Ja, nee, das, daran sieht man, dass du nicht richtig viel Ahnung vom Fußball hast, weil ich ein Stürmer wird an Doelpunkte, wie heißt es auf Deutsch, Tore gemessen und ja, das ist klar, aber das Spiel besteht nicht nur aus Tore und ich denke auch, dass die Trainer weiß, dass oder das so gesehen hat und mich deswegen immer wieder eingesetzt hat. Apropos Trainer, Ralf Lohse, die Zukunft ist ja ungewiss. Könntest du dir vorstellen, nochmal also mit Ralf Lohse in die nächste Saison zu starten oder bist du da eher kritisch? Ich bin überhaupt nicht kritisch gegenüber den Trainern. Das ist eine, da kann ich eigentlich nicht viel zu sagen, weil ich kann da überhaupt nichts machen. Wenn die Verein dann zegt dat daar andere trainer is, dan wil ik ook 100% voor Preußen Münster geven. En wenn die Verein dan met Ralf Lohse in die nächste Saison geht, dan mag ik daar gerne mit. Ik denk dat we goed samenarbeiten. Wenn man sich mal den Kader van Preußen anschaut, dan hebben we ja im Sturm Matthew Taylor und Sofian Benjamina und dich, Rocky, quasi ein multinationaler Angriff beim SC Preußen, bei den Adlerträgern. Spielst du lieber mit einem Amerikaner oder mit einem halben Algerier zusammen? Ja, das ist genauso wie die Frage mit den Trainer. Das ist Hauptsache. Ich will gerne spielen, aber was daraus deutlich wird, ist, denke ich, auch mit Hinblick auf die Weltmeisterschaft, dass Deutschland ein Stürmerproblem hat. Also, wenn die, da scheint nicht viel los zu sein. Ne? Ja, jetzt kommt der direkte Tabellennachbar an die Reihe, die Stuttgarter Kickers. Drittletztes Spiel, die Saison nähert sich dem Ende. Was ist deine Prognose gegen die Kickers? Ja, wir haben in die Stadion dieses Loch, irgendwas mit Lochstadion oder so, haben wir schon einmal gespielt vor ein paar Wochen. Da war es 0-0 gegen Stuttgart 2. Und ja, ich will hoffen, dass wir mehr Tore schießen als das letzte Mal und wir genauso wenig reinkriegen. Aber es wird schwierig und ich bin trotzdem ganz froh, dass wir eine komfortable Situation haben, dass wir überhaupt oben in die Tabelle stehen und dass die Druck ein bisschen weg ist von dem Abstiegskampf. Und ich hoffe, dass wir da auch trotzdem wieder, ich bin mir, eigentlich bin ich sicher, dass wir 100% geben und dann bin ich positiv, dass wir auch gewinnen können. Wie kommst du persönlich mit der Doppelspitze zurecht, nachdem jetzt das 4-4-2 sozusagen als etabliertes Spielsystem von Lohse vorgegeben ist? Ah, ich finde, das ist ein gutes System. Ich habe eine gute Unterstützung von Sofian und das ist dann auch ganz angenehm, wenn dann ich mal in die Spitze gehen kann oder Bälle abfangen kann. Das ist, ich finde, das ist ein gutes System und ich glaube auch, dass es für mich auch ein gutes System ist. Aber wenn ich die einzige Spitze bin, dann gut, dann muss man da auch mit arbeiten. Hättest du ja nichts dagegen, wenn du die einzige Spitze dann bist. Nee, aber ich finde es so gut und wir haben Erfolg und das ist wichtig, ja. Du hast es ja gerade schon angesprochen, der Druck ist etwas weg. Ihr habt gegen Saarbrücken den Klassenerhalt perfekt gemacht. Ja, das klappt ja. Was habt ihr euch für den Ausklang der Saison vorgenommen? 3 Siege aus 3 Spielen? Ja, das wäre natürlich super. Wir haben die ganze Saison eine Berg- und Talfahrt gehabt und es war schwierig, auch die ganzen Umstände von der Saison. Und ja, jetzt wollen wir einfach auch die Fans ein bisschen belohnen dafür, dass sie immer bei uns waren und immer supportet haben. Und das haben sie, denke ich, auch verdient. Ja, Rocky, meinst du, es wird zum Ende der Saison noch reichen, um den VfL Osnabrück zu kassieren in ja, der Tabelle? Da gehe ich ganz stark von aus. 100%. 100%.
Wenn du jetzt mal so ein bisschen Sightseeing jetzt in Deutschland gemacht hast, in der dritten Liga? Ja, wir waren, ja. Ich war auch schon mit dem Camping unterwegs in Deutschland, habe ich auch schon gemacht. Ja, Sightseeing in Deutschland, wunderschön, schönes Land. Mit ja. Wohnwagen? Ja, mit dem Campingwagen, ja. Campingwagen? Ja, ja, wie die Holländer das so machen, ne? Fahrrad vorne dran und dann Campingwagen hinten dran und dann los, ne? So schön die Rhein runter und so, wunderschön, ja. Welche Region war für dich bislang in Deutschland so... Das Nonplusultra? Ja, ich muss sagen, das Münsterland ist für mich das A und O. Momentan, ich war vorher bei Kloppenburg, das ist auch nicht ganz so viel anders. Eigentlich beide so ein bisschen wie Holland, ganz flache Region. Und da fühle ich mich auch zu Hause, wenn ich dann nicht mit der Fiets die ganze Zeit den Berg op fahren muss. Ja, okay, dann danke ich dir für die für das dritte Interview, was wir diese Saison mit dir machen konnten. Ehre getan, ja. Und wünsche dir viel Erfolg gegen Kickers, ja, und hoffe, dass ihr die drei Punkte einsacken könnt. Ja, da gehe ich von aus. Dankeschön. Besten Dank.